FAB repräsentiert die maßgeblichen Partner entlang der Wertschöpfungskette Forst, Holz und Papier. Wir stehen im Zentrum der Diskussion um den weltweiten Klimawandel und wir sind überzeugt, dass die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung die beste Antwort darauf ist. Wald und Holz ist meine Arbeit. Als Sektionschefin im Ministerium ist das mein Hauptthema und ich bin ganz stolz, dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, dass wir Wald und Holz verbinden in dieser holzbasierten Wertschöpfungskette. Die großen Herausforderungen sind einfach die großen Veränderungen, die vor uns stehen und die wir jetzt schon ganz deutlich spüren. Das sind Veränderungen des Klimas, das sind Veränderungen der Wirtschaftssysteme, Veränderungen in der Gesellschaft, Veränderungen im Lebensstil. Wir sehen, dass wir ein sehr diverses Wertschöpfungsnetzwerk Forst- und Holzwirtschaft haben. Da werden wir gut durch die Krise durchkommen. Wichtig ist nur, dass wir den Rohstoff Holz zwar nachhaltig, aber trotzdem auch ökonomisch sinnvoll einsetzen. Und dann werden wir das gut bewältigen. Österreichischer Waldland, das ist auch ein Grund, warum die österreichische Holzindustrie eine der stärksten Holzindustrien weltweit ist. Für uns in der Papier- und Zellstoffindustrie ist natürlich Holz der wichtigste Rohstoff, das ist sozusagen der Ursprung von allem. Und deswegen ist für uns auch die gesamte Wertschöpfungskette aus Holz ganz wesentlich. Das Problem im Europaparlament ist, dass es nur sehr wenige Praktikerinnen und Praktiker gibt. Also meine Hauptaufgabe in den Ausschüssen besteht darin, meinen Kolleginnen und Kollegen zu erklären, was aktive, nachhaltige Waldbewirtschaftung eigentlich bedeutet. Das ist diese große Antwort und das ist auch die große Erklärung, dass Holz Zukunft hat und dass der Holzweg in die nächste Generation jetzt schon rein wächst. Und das ist die große Herausforderung, die nicht zu enttäuschen. Waldland Österreich bedeutet für mich Heimatgefühl, Verbundenheit. In den Wäldern zahlreicher Österreicherinnen und Österreicher wächst tagtäglich das nach, was eine Antwort auf unsere großen Herausforderungen sein könnte und auch sein wird. Das Waldland Österreich bedeutet für mich Schönheit und Verantwortung. Nachdem wir bei den Bundesforsten 15% der heimischen Wälder betreuen dürfen, ist es auch wichtig, diesen Natur- und Kulturschatz gut zu erhalten. Für mich persönlich bedeutet das Waldland Österreich jetzt nun schon seit 3 Generationen die Erwerbsgrundlage unserer Familie. Wir betreiben als Familienunternehmen einen Holzindustriebetrieb und Sägewerke seit 150 Jahren. Ich bin stolz darauf, dass unsere Produkte den Holzbau stark fördern und weiterentwickeln. Damit tragen wir auch dazu bei, dass der Kohlenstoffspeicherungseffekt des Waldes über Jahrzehnte weitergetragen wird. Wir bauen damit auch einen zweiten Wald in unseren Städten. Ich bin mit dem Wald aufgewachsen. Ich habe Forstwirtschaft gelernt und ich darf im Wald jeden Tag dazulernen. Wer mit dem Wald lebt, kann zwischen Leben und Arbeiten gar nicht trennen. Man kann sich selber auch wieder sozusagen Energie aus dem Wald holen, indem man auch seine eigenen Sinne wieder spürt. Und Wald symbolisiert natürlich für mich auch wirklich Nachhaltigkeit. Das ist heute ein Anlass, wo wir eine Persönlichkeit ehren wollen, die man in dem Kreis nicht vorstellen muss. Wer kennt den Rudi Rosenstatter nicht? Du hast diese Branche exzellent begleitet mit deiner Art, wie du das machst. Und entsprechend bekommst du verliehen das goldene Ehrenzeichen für Verdienste in der Republik. Holzland Österreich ist eine Erfolgsgeschichte, da sind wir sehr stolz. Dankeschön vielmals und werde mich bemühen, auch in den nächsten Jahren dieses Holzklopfen weiterzutragen. Besser könnte man es nicht erwischen, wie das Waldland Österreich, hier ein Teil zu sein, hier zu wohnen und hier tätig zu sein.